Meine Damen und Herren, liebe Lokfans, liebe Sportfreunde, herzlich willkommen zur Pressekonferenz der Regionalliga Nordost. Sie sahen das Spiel 1. FC Lokomotive Leipzig gegen BFC Dynamo. Halbzeitstand 0-0, Endstand 0-0. Das Spiel sahen 4.242 Zuschauer, das ist bisheriger Saisonrekord. Dankeschön dafür, super Sache. Wir freuen uns nun auf die Statements von beiden Trainern. Wir begrüßen den Gästetrainer Heiner Backhaus und unseren Trainer Almelin Schieber. Und es ist natürlich üblich, dass der Gästetrainer mit seinem Statement beginnt. Heiner, bitteschön. Ja, ich möchte... Oh, Entschuldigung. Hör ich mich wirklich so heiß an? Ich habe die Stimme draußen verballert, weil ich musste heute so viel helfen, weil die Jungs sich im zweiten Spiel hintereinander relativ früh dezimiert haben. Gegen Kaiserslautern war es ungefähr in der 30. Minute, heute war es noch eher was die 15. War auch ein notwendiges Foul, weil wir haben vorne sehr hoch gepresst, haben dann einen langen Ball vom Malisian verlängert bekommen in die Räume, haben das die Woche über trainiert, aber waren einfach nicht dran. Und ich würde mal behaupten, der Pfeffi hat so eine Qualität, wenn wir da nicht die Notbremse ziehen, dann macht er den auch rein. Und so ehrlich müssen wir sein, ich glaube, war die erste Viertelstunde in Gleichzahl, war sie viel aktiver, viel spritziger, hatte mit Osmar Tilger in dem Moment auch den Unterschiedsspieler auf dem Feld und hatte eine Doppelchance mit zweimal Pfosten, die haben wir auf der anderen Seite auch, aber wir hatten in den ersten 15 Minuten gar keinen Zugriff. Was aber danach passiert ist, das sind die Geschichten, die dann auch mal so am Freitagabend vor 4.245 Zuschauern so ein Fußballspiel schreiben kann. Ja? Dann ist es halt so, dass dann, wenn du dezimiert bist, jeder 10% mehr rennt und kämpft und auf einmal hatten wir eine ganz andere Moral auf dem Platz, hatten eine überragende Ordnung, was der Mannschaft eigentlich nie gefehlt hat. Aber dann kann so ein Spiel natürlich am Ende auch, wissen wir auch, ein bisschen Glück dabei, dann geht der letzte Kullerball da rein, aber wir wollen auch nicht vergessen, dass in der allerletzten Minute nochmal der Querbalken oben geholfen hat. Das wäre dann auch zu vieles gut gewesen. Lok hat einen sehr guten Ansatz, Fußball zu spielen, möchte ich mal sagen. Es ist sehr, sehr schwer, dort ins Pressing zu kommen, weil einfach der Ball wie am Schnürchen läuft und wir haben es dann mit weniger Spielern besser verteidigt, weil wir es einfach ein bisschen kompakter gehalten haben. Ich möchte meiner Mannschaft hier mal richtig, richtig Respekt und Anerkennung zollen, dass sie da wegverteidigt hat, wie mannhaft, darf man auch sagen, oder? Ja, wie mannhaft sie das am Ende verteidigt hat, das macht mich unendlich stolz und ich glaube, deswegen haben wir uns auch diesen Punkt verdientermaßen mitgenommen. Für Lok und allem wünsche ich alles Gute. Ich glaube, ihr habt einen super Ansatz, habe ich gesagt, und wir können uns nicht beschweren, wenn das Spiel auch verlieren, weil ihr eine super Anfangsphase hattet. Vielen, vielen Dank. Einmal danke sehr. Jetzt Alme, durchatmen. Krasses Spiel heute. Dein Statement bitte. Ja, erstmal guten Abend. Ein Riesenspiel für die Zuschauer. Wir fangen an wie die Feuerwehr, spielen hoch runter und Passgenauigkeit, läuferisches, Chancen. Haben eigentlich alles im Griff, haben Chancen. Machen die nicht rein, dann kommt die rote Karte und danach sagt man als Trainer, wird schwierig, aber ich will mich irgendwie kurz fassen, weil danach haben die Jungs genauso weitergemacht, haben wir gut gespielt, der Gegner hat lange Bälle gemacht, natürlich haben sie super verteidigt, aber das Einzige, was man bemängeln kann, ist, dass wir das Tor nicht machen. Ja, und das ist eben unser Problem. Ich weiß nicht, wie viele Torchancen da waren. Hundertprozentige Halbe, wo Torwart hält, Pfosten. Aber es gibt eben Situationen, die wir eben nicht konsequent zum Ball gehen, nicht über die Linie drücken. Und das ist eben die Situation, was dann den kleinen Unterschied macht. Ich bin nicht in keinster Weise sauer oder enttäuscht, ja, dass wir jetzt nur einen Punkt haben, aber die Art und Weise, wie man 10 Mann spielt, haben wir eigentlich, so blöd es auch klingt, gut gespielt. Wir mussten aufpassen, dass wir gegen Standards gut verteidigen, haben wir auch gemacht, wo die uns überlegen sind, körperlich. Dass wir keine Konter kriegen, musst du eben reinmachen, aber wie trainiert man das? Torchancen rausspielen, haben wir alles gemacht und am Ende so ein Ball wie Luca oder Theo oder Ozzy, der gegen Pfosten trifft. Also da sind so viele Situationen gewesen, wo wir einfach wachsen müssen in der Situation. Das ist wirklich das einzige Manko. Ansonsten, wir waren nicht hektisch, wir haben weiter unser Ding gemacht und der Gegner, muss man ja auch sagen, und das ist ein Kompliment an den Gegner, die haben eben
6, 7 Sachen verteidigt, die verteidigt auch nicht ein anderer Gegner, muss man ja auch so sagen. Ja. Jetzt die Namen aufzuzählen, geblockt, gemacht, natürlich kann ich sagen, Leon kann direkt spielen, Luca kann besser treffen und so weiter und so fort, aber es, im Moment sind wir vom Punkte aus, Beute sind natürlich traurig, der moralische Sieger ist BFC, ist klar, aber die Art und Weise, wie wir gemacht, geackert, und das hat man aber auch gesehen an den Zuschauern, weil so laut, ich bin jetzt hier 2 Jahre und 5 Spiele, so laut habe ich das Stadion hier nur gegen Leverkusen gesehen, und das war, ist auch ein bisschen auf die Mannschaft rüber gegangen, wo wir dann kurz vor Ende, aber ich glaube, wenn, ich glaube Sulic war das, ja, wenn er das Tor macht, dann gehe ich nach Hause und komme nie wieder zurück. Das ist, glaube ich, mein Ernst, dann gibt es auch keinen Fußballgott, und danach können wir die bestrafen, und BFC hat letztes Jahr, sind sie Meister geworden, weil die eben solche Situationen bestraft haben, und wir sind noch nicht so weit, und trotzdem, die Jungs sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Im Moment sind sie traurig, aber ja, es verteidigt nicht jeder so eine Situation. Und trotzdem ärgern mich 4, 5, 6 Situationen, die wir einfach machen müssen und die wir nicht gemacht haben. Aber Spiel ist zu Ende, 0-0, ein Punkt, schade. Danke an euch, an eure Unterstützung, die war wirklich Wahnsinn. Also wenn ich schon draußen rumspringe und mache, dann hat das was schon viel getan. Also danke an beide Spieler, beide Mannschaften für diesen geilen Fußballabend, und danke an Fans und Zuschauer, dass ihr so stark unterstützt habt. Von mir noch 3 kurze, knackige Informationen. Das nächste Spiel am Sonntag, den 18.09. in Halberstadt. Nächste Heimspiel am 30.09. 19 Uhr, Flutlicht, wieder ein Ostklassiker gegen Rot-Weiß Erfurt. Und die 3. Information nochmal als Wiederholung, die Bar im Nachbarraum im Casino ist offen. Euch allen einen schönen Abend, schönes Wochenende, Ende unserem Berliner Gästen, kommt gut nach Hause. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Ciao.